Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part hat Hero Connor noch weiter gelogen, noch viel, viel mehr gelogen als zuvor. Er will ja Chuni eigentlich nur beschützen, aber er realisiert irgendwie nicht, dass er sie damit nur noch mehr in Schwierigkeiten bringt durch seine ganzen Lügen. Er soll einfach mal die Wahrheit sagen. Hoffentlich wird das jetzt in diesem Part mal der Fall sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mal gucken. Enough already, Mr. O'Connor. Miss Woods would never want you to protect her this way. She values the friendship between the three of you more than anything. That's very wrong. She doesn't feel anything for me now. But what does it matter anymore? I might as well tell you everything. This is no doubt news to you. But I am not and never was a genius. Ach. Sorry, but I already knew. Me too. And don't forget me. Though in all fairness, it was pretty obvious. Oh, der Arme. I thought he was a genius at first, but the stuff he said was crazy. Ha, no need to rub it in. Just shut up and listen. It all started several days ago. I accidentally learned that my parents have been paying good money for my grades. Ach, okay. But that's bribery. So the bribery wasn't Hugh's idea. Okay, das ist ja der Wahnsinn. Die Eltern von O'Connor und auch von Newman sind ja komplett für den Arsch. Einfach nur. All of my perfect scores were the product of cold hard cash, not genius. Even worse, when I confronted my parents about it over the phone. Ah, okay. Juniper overheard me. Hm. Oh my! What a terrible misunderstanding! I've been living a lie. I don't know what else there is to say. I'm no genius. I'm completely worthless. Oh, es tut aber schon leid. Irgendwie. A perfect zero. Hugh. Even so, I still wanted to make it up to Juniper for disappointing her like that. That's why I wanted to clear her name by pinning the blame on me. I mean, she probably hates me now, so it'd be a relief for her to see me locked away. If you were trying to help her, then why did you testify against her? You were the ones who told me to tell the truth yesterday, so I thought if I did, it would help her. He wasn't trying to provoke us? It looks like we seriously misunderstood him, in more ways than one, stimmt ja. At the detention center yesterday, Juni was in tears when she opened up to me. But the truth is, the friendship between the three of them is still rock solid. If there were something that could help me prove that to Hugh. We even have proof of our friendship, stimmt. Yeah! As long as our friendship lasts, you can bet we'll be carrying them around! I know. What about the proof of friendship they mentioned? Hmm. I wonder where or what it is. I didn't buy it. Ah. It's handmade. And there's only one like it in the world. Und die traurige Musik? Maybe it's... No, it's definitely it. That band around his neck. Aber warum gibt es dann nur zwei von denen? Also er hat das eine und es gibt nur noch ein anderes auf der Welt. Warum gibt es dann nicht drei von denen dann? Hm. Mr. O'Connor, that band around your neck. That's your proof of friendship, isn't it? Proof of friendship? Is that anything like a proof of purchase barcode? In court, evidence is everything. That's why the three friends created friendship bands. It's the evidence that proves their friendship. Oh, how very interesting! And chic! If they have doubts about their friendship, they can look to the proof they have on hand. That's why Mr. O'Connor's hand always goes to his neck when he is pressured. Das stimmt tatsächlich, ja. It proves he still has feelings of friendship towards the other two. It doesn't matter if I word if those two... But they feel the same way, too. I know there were their friendship band somewhere.
Julie and Robin must both feel the same as Hugh. I just know it. Everything Hugh has said leads me to believe that. In fact, he may have also just told me that the others were the proof of friendship. Were they easy to touch? Were they hard to spot? Oder were they aren't, oder they aren't wearing them now? Okay, er hat mir jetzt, also Athena denkt gerade, Hugh hat jetzt so indirekt verraten, wo die anderen beiden, also Robin und Juni, ihr Freundschaftszeichen tragen. Da, wo sie leicht hinkommen, wenn sie sich da hinfassen wollen, wenn sie auch unter Druck stehen oder so, wo sie schwierig zu entdecken sind, oder sie haben sie jetzt doch gerade nicht an. Ich meine, Athena hat ja gerade argumentiert, dass sich Hugh, wenn er unter Druck ist, immer dahin langt, an seinen Hals, wo eben sein Freundschaftsarmband, oder dann Halsband wohl eher, sein Freundschaftshalsband dann ist. Und deswegen würde ich sagen, die anderen haben das auch irgendwo, wo sie sich dann leicht hinfassen können oder so. Vielleicht. All we have to do is think back to their testimonies. Ready? Ah, richtig. Ah, das ist voll cool. Das ist richtig cool, sowas. Das liebe ich total, wenn an den Animationen, wenn da schon im Vorfeld irgendwas Besonderes dran ist, man aber halt noch keine Ahnung hat, dass sich Newman da so hinfasst, dass es irgendwas zu bedeuten hat, aber da hat sie ihr Freundschafts-Dingsbums. Miss Newman holds her arm when pressured. Juni? Da, stimmt, ja. And Miss Woods holds her wrist. I know Miss Woods very well. She would never abandon her friendship with you over something like this. Bam! And taking the blame for her will only succeed in making her terribly sad. Robin, those bands of friendship that you made, just for the three of us. You may have forgotten about them, but not me. Hugh! Hmm? Ah. Hey, Hugh! Should have known better than to doubt my best friends. Oh, ist voll schön. I didn't kill anyone. And I didn't have a body double. I didn't move the body. I didn't even see it, and it may look like I'm speed reading. Sanity art of mastering the bar exam, but I haven't read a single word. Hmm, well, you could have fooled me. In fact, you did. Hugh. So, Miss Sykes, can I place my trust in you? I'm going to save Juni. So yes, you can place your trust in me. Then am I to understand that the witness is recanting his confession? Yes. Okay, das war jetzt voll die schöne Szene irgendwie. Also anfangs mochte ich ja irgendwie Hugh und auch Robin nicht so sehr, aber die sind jetzt irgendwie doch cool geworden. Und sie können ja auch nicht so viel dafür. Robin halt einerseits sie muss sich ja männlich verhalten wegen ihren Eltern. Und Hugh wurde ja, also seine Eltern haben es ja eingefädelt, die haben da immer die Court oder auch andere Leute vielleicht bezahlt, damit er gute Noten bekommt, und er wusste das gar nicht. Und er hat sie dann damit konfrontiert, weil er wollte das gar nicht. Also die Eltern von denen sind einfach so scheiße und die Kinder müssen das dann ausbaden, obwohl die eigentlich beide voll nett sind. Das ist echt doof, aber okay. A most roundabout trial. I much prefer the turnabout variety myself. Now we are back to the fact that there was but one suspect who lacked an alibi. Which is, in the end, the truth you've been seeking this entire time. Das stimmt übrigens nicht, weil das war jetzt nämlich gut, weil durch die Aussage von Hugh gibt es jetzt nämlich noch eine weitere Person, die kein Alibi hat. Und das ist genau die, von der ich auch vermute, dass sie der Mörder ist. So we're back to square one. Now I'm exhausted and depressed.
It probably doesn't matter at this point, but I might as well update the mood matrix. Mhm. Huh? Does this mean... Further resistance is futile. The time for a verdict is now. Objection! Objection! Please wait! What sort of devilry are you up to now? What if our client wasn't the only one without an alibi? The trial would continue, right? Well, yes, I suppose it would. Mm-hmm. But after such a thorough investigation, does such a person really exist? Yes, we found someone. It may have seemed like a major roundabout. But Mr. O'Connor's testimony has cracked this case. There's no more noise, Hugh is telling the truth now. Mhm. Ja, das ist schön, dass sie damit auch so eine Art Lügendetektor hat, mit ihrem Emotionszeug. Weil bei seiner letzten Aussage hat er jetzt, also abgesehen von diesem Buddy-Double da, hat er jetzt wirklich die Wahrheit gesagt, sprich alles, was er da gesagt hat, stimmt auch wirklich so. During the mock trial, the balcony seat opposite him really was empty. Genau. Which now means there's one person unaccounted for. Mhm. Bye bye. Besides Juni, the only other person without an alibi during the mock trial is Professor Means. Aber es total ist Means. Take that! Take that! The balcony seat was empty. That much is true, isn't it, Mr. O'Connor? That's right. How many more times do I have to say it? So basically, Professor Means wasn't where he was supposed to be during the mock trial. Silence. Vida reminds you, every last soul in the lecture hall heard him deliver his speech. Objection! I know, and that's not in dispute here. Now let me explain how a speech could be given from an empty seat. It was given from hiding, given later oder pre-recorded. Okay, lassen Sie mich erklären, wie es möglich ist, eine Rede zu halten, obwohl der Platz da leer war. Er hat die Rede von einem Versteck herausgegeben, er hat sie später abgegeben oder sie wurde im Vorfeld aufgenommen. Ja, aufgenommen und dann abgespielt. Das gab es sogar schon ein paar Mal hier, mit dem Tape auch. Und das könnte ja Means auch einfach machen. What if the speech was pre-recorded? That's the only way the speech could have been delivered from an empty balcony seat. Objection! War das er selber? Nee, war schon Hugh. Wait, are you accusing Professor Means? That's insane. I mean, he's the one who gave me the tape recorder. Take this to the police. Ah, O'Connor. Take this to the police, he said, and tell them you found it. Oh. What? Really? Wait a second. Mr. O'Connor, did you just say that Professor Means gave that phony recording to you? Phony? The defense will refrain from hurling unsubstantiated allegations oder so, sorry. When I said he gave it to me, but what do you mean it's phony? Wow, who could have seen this development? Okay, jetzt haben wir das geupdatet. Oder wurde geupdatet. Wir haben schon herausgefunden, dass es fake ist, weil das während der Scheinverhandlung einfach aufgenommen wurde. Und das hat Professor Means an Hugh übergeben, damit Hugh das dann wiederum der Polizei geben kann. Also ja, Means ist da ganz in seinem Element, was Beweise fälschen angeht und so. The voice shouting you're a goner as recorded on this tape was dubbed onto it using a line our client said in a mock trial video. Achso, ah. Why this? This is an extremely crucial piece of evidence. Stimmt, okay, weil genau, das wurde ja... Das wird ja noch analysiert, ob das nachbearbeitet wurde. Und es war wahrscheinlich so, dass auf dem Tape vorher... Ja, genau, stimmt, weil da war ja 10 Minuten lang Stille oder sowas. Und dann kam erst diese eine Zeile da mit You're a Goner. Und da war zuvor wahrscheinlich die Rede von Means drauf. Die ging vielleicht 10 Minuten oder so. Die hat er dann da abgespielt. Und dann hat er das später mit dem You're a Goner überspielt, damit der Beweis dann... Also, das war sogar ziemlich klug, damit er einerseits den Beweis fälschen kann, um Juni irgendwie rauszuboxen, damit er so tut, als wäre er auf Junis Seite. Aber er hat damit auch den einen Beweis, der ihn... dann verdächtigen würde, damit auch gleich löschen können, quasi. Gar nicht so schlecht. Professor Means gave you the phony tape. If that's really true, then Professor Means has guilt written all over him.
Your Honor, the defense moves to call Professor Abbe's total means to the stand. Silence. The seat was never empty. It was but an oversight by our Dalet of Witness. An inmate who was formerly a surgeon once told me something. He said it's often all too easy to overlook critical symptoms. Well, we're not going to overlook this oversight. If the speech was pre-recorded, the basis for suspecting our client would be shattered. Let's check with Professor Means and see whether the empty seat was a witness oversight. A verdict without first looking into that would be inconceivable. That's enough, both of you. Now, here's my opinion on the matter. While a surgeon overlooking critical symptoms is a problem, a witness oversight too must not be overlooked. Thus, as the matter of whether Professor Means was or was not in his faculty seat, I believe we must ask the professor himself. I agree. Professor Means should be here in the gallery today. Do as you please. Puh. Aber das ist auch ein cooler Verhandlungstag. Gefällt mir auf jeden Fall. Der ganze Fall ist bisher auch ziemlich cool. Gut. Ja, einer noch. Would you please state your name and occupation for the record? So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Felix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Beim nächsten Mal geht's hier in der Verhandlung weiter, dann auch wirklich mit Means. Und ja, jetzt ist es relativ offensichtlich geworden, dass wirklich er der Mörder war. Habe ich ja schon längere Zeit vermutet, weil er halt noch die einzige andere Person war, die irgendwie bisher nichts mit dem Fall zu tun hatte, anscheinend zumindest. Aber jetzt haben wir doch etwas herausgefunden, wie er mit dem Fall zusammenhängt. Aber es gibt noch super viele Fragen, die offen sind und ich hoffe, dass wir die dann wie immer bald lösen können. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.